Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Jetzt die dritte Runde am Sonntag. So, erstmal. Oh, kochen wir mal das hier. You should taste that too. Melts in your mouth. Oh, erstmal was essen hier. So, der Kollege ist noch lange nicht fertig. Düsen wir mal eben zur Schwarzbrennerei und checken da mal eben so die üblich verdächtigen Stellen, was Sammlerstücke angeht. So. Und wie immer, ne, querfällt ein. Oh, oh, oh. Ich wollte gerade sagen, höre ich da Wölfe? Oh Mann, 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 das brauchen wir doch jetzt auch nicht, oder? So, dann machen wir das mal folgendermaßen. Wir bestellen unseren Wagen und hoffen, dass er hier artig bis zur Straße kommt. Straße ist gut, ne? Wo will der hin? Habt das gehört? Da ist Hirsch. So, wieder was erledigt. Was, mein Wagen kann mich nicht finden. Ja, der soll hier hinkommen. Damit ich hier die... Also ganz im Ernst, was soll das denn? Wenn ich jetzt dahin latsche, dann sind die weg. Schicke ich doch den Wagen weg. Da war schön gedacht und schlecht gemacht. Dann nehme ich halt nur die Felle mit. Jetzt hätte ich die da alle schön draufgepackt. Und wenn wir dann wieder... Aha, so. Dann hätten wir nämlich die Raubtiere gehabt, wenn es morgen wieder der Fall gewesen wäre. Aber was soll's. So, statt Kaffee habe ich mir dann tatsächlich mal einen Tee dabei geholt. Mein Gott, bleib locker. Ist es überhaupt? Oh. Viel zu früh. So, den auch noch. Oh, das geht schnell. Habe ich da aber auch nicht mehr, ne? Ah, ich liebe solche Sonntage. Wo man hier so schön durch die Prärie düsen kann. Oh. Der kam aber mit richtig Karacho um die Ecke, oder?
gut, hat ihm auch nichts genutzt, ne? So, dann. Wie was? Hier ist nichts zum Ausbuddeln. Nichts zum Ausbuddeln. Keine Karte. Kein Vogelei. Wahnsinn. Aber gefühlt ist hier immer irgendetwas, oder? Und da unten ist auch nichts. Mann, gibt's doch nicht. Ich mache da jetzt keine Karte mehr für offen, das sage ich euch. So, ja dann. Und eben zur Gasse reiten. Jetzt eigentlich soll hier irgendwo. Hey, over here. Auch nix. Obwohl, dem könnten wir wenigstens hier schon mal das Grizzly-Fell verkaufen. Had some luck out there, huh? All right, let's have a look-see. Kriegen wir da schon mal ein paar Dollar. Boah, 4,50 $, ne? Kann man auch nicht meckern. All right, good luck out there. Ja, dann. Da hinten zu dem See, würde ich es mal sagen. Können wir hier auch wieder das rausholen. Man könnte ja mal Glück haben. Nix. Dann werde ich nächste Woche, denke ich, nochmal die Story weiterzocken. Was, hier sind nicht mal Vogeleier? Hier manchmal ein Pflänzchen, aber auch nichts. Ja, ich könnte eine Karte nehmen. Aha. Dann liegt hier heute aber was drin. Aber ich will keine Karte nehmen. Oh, da habe ich schon mal eine Tau-Karte. Muss doch noch mehr sein heute. Da hinten leuchtet was. Ich hoffe, es ist eine Pfeilspitze. Ich meine, die fehlt uns noch. Sieht gut aus, ne? Jawohl. Dann mache ich vielleicht eine Karte für Wildblumen auf. Da fehlt uns ja auch nur noch eine. Wenn ich dann noch eine Karte habe.
Nö. Könnte noch ein Blümchen sein. Ah, wartet mal. Wir düsen mal da ein. Ja, der soll sich mal beruhigen. Das hätte auch wieder gut klappen können, ne? Oh, hier nochmal ein bisschen gucken. Kommt der Bär hinter uns her, oder? Nein. Sagen im Leben nicht, oder? Und nicht, ah, ist auch egal. Jetzt halte ich mich mal doch an die Navigationsgeschichte hier. Wieder schön wird platt geritten. So. Jetzt haben wir auf die Karte äugeln. Ach so, da ist ja nur dieser Übergang hier. Ah, egal. In der Gegend hier sind wir ja selten. Das Wetter ja auch besser. Da kann man es ja aushalten hier. So, manchmal ist ein Pflänzchen hier. Also ich meine hier so. Oder da hinten. Ein Stück mit. Oh, die sind auch nichts, glaube ich. Super, dann haben wir das nämlich auch fertig. So, den ziehen wir ab. Da scheint ein Pflänzchen zu sein.
Oh, wir müssen sowieso zurück. Da ist es. Das auch. Supplies are good. I'm a happy man. Geben wir das schon mal alles ab hier. Good stuff. I'll take whatever I can get. Stell ich mal lieber Waren. That'll work too. So, und dann dürfte ja nur noch eins fehlen. Naturkundler waren wir fertig. Schwarzgebrannter, ja gut, da müsste dann auch was fertig sein. Ist es aber nicht. Gut, wir können ja auch eine Runde tanzen. Sammler durch. Tja, Händler wird ja. Würde ja auch noch dauern. Was haben wir hier gesucht? Schon von. Abgeliefert zwei Stück. Sagt die Uhr. Ja, dann. Wollen wir nochmal eben den Besten der Besten der Besten hier streicheln, ne? So. Ja, dann tanze ich doch mal eine Runde. Ach, diese Ruhe ist einfach wunderbar, finde ich. Dann schauen wir mal, wie weit ist dieser Kollege hier. Oh. Da können wir dann morgen weitermachen. So, dann können die anfangen, Musik zu machen. Ich genehmige mir mal einen. Ist ja schließlich Sonntag heute. Auf euer Wohl. So. All right, fellers. Give them what they paid for. Ja, man muss ehrlich sein. Ne? Einfacher kann man an das Gold nicht kommen. Und das Schöne ist, man muss ja nicht mal tanzen können. Ne? Richtig geschickt sieht das ja nicht aus. Aber was soll's? Tja, einfacher geht's nicht. Aber ich glaube, so könnte ich auch noch so eben tanzen. Im echten Leben. Und ich mag die Musik. Die ist einfach. Da krieg ich Durst. Aber nicht auf Tee.
So. Da ist es. 015045. Sache erledigt. Die neuen Rollenherausforderungen für heute sind durch. Dann geht's jetzt in die Heimat. So, eben hier das Lager aufschlagen und ab geht's. Oder auch nicht. Er will nicht. Tja, manchmal brauche ich halt Geduld. Die habe ich nicht so. So, das war der dritte Teil. Am Sonntag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Ja, und bleibt uns treu. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son. Play for fun.